So, willkommen zum neuen Video hier von der Autobahn. Ja, ich fahre jetzt von Berlin Richtung Bayern, denn heute bzw. morgen kommt an unseren Van was ganz Besonderes, worauf ich mich schon sehr lange freue und was auch schon relativ lange überfällig ist. Dann kommt mal mit. Morgen. So, ich stehe hier bei Augsburg in Friedberg, direkt unterhalb der alten Stadtmauer. Und ja, jetzt bereite ich mich mal vor. Ich muss noch 20 Minuten jetzt weiterfahren. Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. So, da sind wir in der Werkstatt. Ich habe schon eingecheckt und bald wird er da reingefahren. Und dann kriegt er nämlich neue Reifen hier. Ja, wir sind hier in Bayern bei der Firma Loda. Und jetzt ist auch klar, was ich für Reifen kriege. Ja, ich kriege die Loda AT1 auf unseren Ducato. Was es damit auf sich hat und warum genau diese, kommen wir nachher dazu. Und ich gehe jetzt hier erstmal hoch, weil ich werde das abgeholt. Und jetzt fahren wir zu Delta und gucken uns da ein bisschen um. Bis gleich. So, da sind wir bei Delta 4x4. Neben mir ist der Daniel. Der begleitet mich hier heute so ein bisschen, wenn ich meinen neuen Räder kriege, und zeigt mir jetzt ein bisschen euer Reich. Natürlich. Ja, cool. Er freut mich, dass ich mal den Elektrodozenten für die Großbastel mal hier habe. Wow. Da werden wir das richtig schön aufgefrischt und aufgehübscht. Sehr gespannt. So, gucken wir mal. Also das Lager ist voll. Ich denke, hier werdet ihr keine Probleme haben, irgendwie Felgen zu finden. Nee, ich denke auch nicht. Das ist das passende Fahrrad. Was passiert hier, Daniel? Hier ist unser TNT-Zentrum. Da werden die Felgen fertig gebohrt, also aus dem Rohling wird noch die Einzeltiefe, Lochkreis mit Lochkreis angestellt. Ach, dann seid einfach flexibler, ja, von den Fahrern. Ah, das ist ja cool. Ganz neu. Und hier seht ihr mal den Unterschied zwischen geschmiedet und gegossen. Das ist jetzt eine geschmiedete Felge und die wiegt ungefähr gar nichts. Ist das krass? So, wir hatten ja vorher die Allwetterreifen von Michelin, die Agilis Cross Climate, und die waren richtig geil, muss ich sagen. Also wirklich ein guter Allwetter-Winterreifen, den man auch im Sommer fahren kann, mit Schneeflockensymbol. Der war eigentlich geil. Nur jetzt mit der Folierung war das halt so, ja, die Stahlfelgen haben halt nicht gepasst. Und da wollten wir uns halt ein bisschen was Schöneres aussuchen. Und da wir das Maxi-Fahrwerk haben von dem Ducato, haben wir das Problem, dass wir eine Achslast von 2400 Kilogramm im Heck haben. Und da gilt es erstmal einen Reifen zu finden. Ja, die gängigsten Reifen, die gab es nicht im Traglastindex 118. Und da kam uns der Loda AT1 ganz recht, weil den haben sie extra dafür entwickelt, für ein Ducato Maxi-Fahrwerk. Und den haben wir uns halt gegönnt. Ihr erkennt auch daran, dass es ein Maxi-Fahrwerk ist, an den zwei Blattfedern. Also Maxi-Fahrwerk hat eine Doppelblattfeder. Zu den Achslasten. Wenn ihr nicht wisst, was eure Achsen tragen können, müssen, guckt einfach in die Papiere oder guckt hier mal auf das Blechschild, was hier im Motorraum ist. Da seht ihr dann ganz genau Achse 1 2100 Kilo, Achse 2 2400 Kilo. So, und das bedeutet, dass die Hinterachse zum Beispiel 1200 Kilo bringen muss.
Und die Loder AT1, die haben einen Traglastindex von 118 und schaffen somit 1320 Kilo und somit perfekt für unseren Van. Also wir haben ja just in time quasi unsere Reifen gefunden und ja, haben die heute raufziehen lassen und das ist das geile Ergebnis. Es ist nicht die übliche Delta Classic Felge, die hat mir so nicht ganz so gut gefallen. Wir haben uns für die Sins entschieden. 8x18, Einpresstiefe 57,5 und ich finde, die geht richtig gut ab. Ich finde persönlich ganz geil, weil die Sins Felge, die hat hier so eine Hohlkehle. Sieht man hier vielleicht ein bisschen. Nur mal von der anderen Seite. Und in matt schwarz. Und dann sehen die nicht so dick aus, die Speichen, und machen echt ein gesamt gutes Bild. Die haben auch ein Schneeflockensymbol, das heißt, sind auch Allwetterreifen, kann man auch im Winter fahren, sind 255/55/18 Reifen, also eine ganze Nummer breiter als vorher. Vorher hatten wir 215er drauf, obwohl es ein Maxi-Fahrwerk ist. Die Camper haben, glaube ich, standardmäßig 225er drauf als 16 Zoll und jetzt sind wir hier ein bisschen größer geworden. So, da unser Ducato vorne nicht diese Plastikspurverbreiterung hatte, mussten hier halt noch Universalverbreiterung aufgeklebt werden. Und die sind auch eingetragen worden, also mit zusätzlicher Radhausabdeckung hier. Teilegutachten gab es jetzt gleich mit on top. Also ich bin direkt hierher gefahren zu Delta, Werkstatttermin, hohen Reifen raufgezogen, Gutachten gemacht, wurde dir gleich alles mitgegeben, also das Sorglos-Rundpaket, das Rundherum-Sorglos-Paket, jetzt habe ich es. Genau. Und wir sind hier kurz mal auf den Berg gefahren, um ein paar Fotos zu machen, um da das schöne Wetter auszunutzen. Und ich muss sagen, sehen schon ganz geil aus. Die gibt es natürlich auch mit der klassischen weißen Schrift nach außen. Ich wollte die halt nicht sehen. Ich habe die nach innen machen lassen, weil die verdreckt sowieso mit der Zeit. Und wenn ihr auch mal Fragen zu Delta oder zu Felgen oder zu den Reifen habt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung mal die Kontaktdaten von Delta Firma 4. Da könnt ihr dann einfach eine E-Mail hinschreiben, wenn ihr euch mal eine E-Mail beantworten lassen wollt oder whatever. Ich bin happy. Endlich ist das Außenfinish perfekt mit den Reifen. Die passen super dazu. Gut, ich bin jetzt schon eine Weile gefahren, also der Tacho, der muss nicht angeglichen werden. Der läuft jetzt ein bisschen einen Tick schneller als mit der Serienbereifung, aber immer noch so 4 km/h schneller als die GPS-Geschwindigkeit. Ja, so viel zum Thema. Unsere Reifen, wenn ihr Fragen habt, haut's in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im neuen Video. Bis bald. Tschüssi.